Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich ein Unboxing für dich von einer limitierten Box und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen zu erfahren, was sich in der Goodie Box Limited Edition Star Skin verbirgt, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ja, diese Box ist limitiert, kostet 24,95 und soll fünf Produkte, Full-Size-Produkte im Wert von 77 Euro beinhalten. Ich habe die in der Kooperation kostenfrei zur Verfügung gestellt bekommen. Vielen Dank an dieser Stelle nochmal für das liebe Team von Goodiebox. Das ist so, so cool und dass ihr immer an mich denkt. Ich finde es echt geil. Und da das hier ein Kooperationsvideo ist und ich halt keine Box zum Verlosen habe, habe ich mir so ein paar andere Produkte rausgesucht, die ich an einen von euch verlosen möchte. Und ja, die zeige ich euch doch mal kurz. Hier lasse ich euch mal kurz einen Blick reinwerfen. So schauen die ganzen Produkte aus. Wir haben einen Nagellack von Avon, ein Blush von Pixi by Petra, eine Essence Strobing and Highlighter Palette, ein Velvet Matte Lipstick von Trend It Up, von Molten Brown ein Duschgel, von Balea eine Fußmaske, von Oibos ein Körperlotionsprodukt. Und weil das nicht ins Bild gepasst hat, von Kiss auch noch Lashes. Genau, dann zeige ich das mal eben kurz so. Gibt es in diesem Video zu gewinnen. Alles, was du tun musst, um an der Verlosung teilzunehmen, steht unten in der Infobox. Schau da gerne einfach mal vorbei. Und jetzt würde ich einfach mal sagen, wir schauen in die Box. Ich liebe es, dass die Goodiebox die Boxen im Schubladendesign herausbringt. So schaut jetzt die limitierte Box aus. Sie ist rosa hier vorne. Und da steht überall Starskin drauf und das ist so eine Holo-Schrift und das finde ich schön. Hier haben wir dann zuallererst den Blick in die Box mit einem Heftchen, wo wir gleich mal reinschauen werden. Und ein Seidenpapier, was von einem Klebi verschlossen wird, wo kein Duft rauskommt. Und hier haben wir den Blick in die Box. Die haben ja eine normale Abo-Box, die du bestellen kannst. Und da habe ich auch einen Code, den du gerne verwenden kannst. Dann bekommst du ein Gratis-Produkt dazu. Und die kommen monatlich, wie gesagt. Aber die haben auch jetzt gerade in letzter Zeit total häufig diese limitierten Boxen. Finde ich ultra. Ich hatte schon die vegane, die Members Favorites. Und jetzt habe ich diese Starskin-Box. Mega. Hier haben wir nicht nur die Produkte abgebildet, die hier drin sind, sondern wir haben auch noch ein kleines Informationsschreiben dazu, was ich cool finde. Starskin bei Goodiebox. Du hast einen schwarzen Gürtel in Ja sagen, wenn du Nein meinst, oft gefolgt von einem Klar, ich kümmere mich drum und hättest für die Anzahl der Punkte auf deiner To-Do-Liste einen Eintrag ins Guinness-Buch der Rekorde verdient? Wir kennen das, ziemlich gut sogar. Das Verrückte ist nur, dass wir mit diesen Dingen selbst dann nicht aufhören, wenn wir uns ihnen total bewusst sind. Die guten Nachrichten, wir sind hier, um dich daran zu erinnern, die Zeit für dich zu nehmen. Denn auch die größten Heldinnen brauchen Yourself-Time, um aufzutanken und anderen zu helfen, dasselbe zu tun. Finde ich gut. Deshalb haben wir unsere neue Limited Edition Box mit den besten Masken und Wohlfühlprodukten gefüllt, die unsere Lieblingsmaske Starskin zu bieten hat. Lieblingsmarke Starskin, nicht Maske. Aber da sind Masken drin. Ich feier's jetzt schon. Denn nichts sagt mehr Yourself-Time, als sich nach einem anstrengenden Tag mit einer Maske auf dem Sofa zu belohnen. Gönn dir deine Yourself-Time, du hast sie dir verdient. Danke. Dein Goodiebox-Team. Sonst waren da immer die Namen aufgeschrieben, aber ich glaube, die haben sich mittlerweile so dermaßen vermehrt, dass der Platz, der hier unten ist, gar nicht mehr reicht. Goodiebox setzt auch darauf, dass du quasi ein bisschen mehr Zeit für dich nimmst und dich einfach mal entspannst, die Seele baumeln lässt, so. Nicht die Seele vom Leib baumeln lässt, nein. Das finde ich immer sehr klasse. Das finde ich einfach von dem Gedanken her sehr, sehr warm, sehr, sehr schön. Und deswegen, ich rede hier schon wieder so viel, ne? Wir haben so ein langes Intro und ich habe noch nicht ein Produkt in die Kamera gehalten. Dann halte ich doch einfach mal eins rein. Also die Produkte sind alle von der Marke Starskin. Da hatte ich tatsächlich auch schon im Douglas Adventskalender zum Beispiel die ein oder andere Maske, was ich ganz cool fand, also sehr aufregende Produkte. Und hier habe ich zuallererst die Starskin Org Glamic Pink Cactus Serum Mist. Das Starskin Orglamic Pink Cactus Serum Mist. Das soll hydralisieren und Glow geben. Mega geil. Ich bin eigentlich kein Fan von diesem Kaktusduft. Das habe ich bei Hey Organic mal für mich so entdeckt, dass ich das nicht so gerne mag. Aber vielleicht riecht das ja anders. 100% natürlich, silikonfrei. Hier steht es dann meistens auf irgendeiner anderen Sprache drauf. Hier ist es jetzt tatsächlich auf Französisch und auf Englisch, weil die Box kommt aus Dänemark. Also das ist eine ganz internationale Geschichte, was wir hier treiben. Und hier stehen aber die ganzen Produkte nochmal auf Deutsch, mit deutschen Preisen und so. Scheiße, die Wand. Das hat einen Preis von 40 Euro übrigens. Läuft.
Deine Badezimmerroutine bekommt einen neuen Spielgefährten. Das Gesichtsspray vereint Serum, Toner und Primer in einer Flasche und setzt auf natürliche Inhaltsstoffe wie Kaktusfeige, Baobab und Kamelienkernöl. Egal, ob du es als Make-up-Setting-Spray, Glow-Booster oder als Erfrischung zwischendurch benutzen willst, schüttel es kräftig und sprüh es mit etwas Abstand auf die Haut auf. Okay, also das ist Serum, Primer, Toner und dann soll das auch noch als Setting-Spray dienen. Also ich denke, dass ich das als Setting-Spray verwenden werde. Safe, mega geil. Jetzt muss ich das nur irgendwie aufkriegen, wenn es denn dann gut riecht. Aber 40 Tacken, Leute. Das muss man sich mal reinziehen, ne? Das ist Hammer. Sieht schon mal sehr, sehr schick aus. Ist aber Plastik hier außen drum zu. Also ohne Witz, jetzt für 40 Euro hätte ich eine Glasflasche erwartet. Aber gut. Ich weiß gar nicht, was kostet das Urban Decay? Das kostet doch weniger, oder? Ich weiß nicht. Hier sind drin 80 Milliliter, habe ich eben gesagt, ne? Ich meine, süß. Du hast hier einen Stern oben drauf. Starskin halt. Echt hübsch. Ist auch nett gemacht, ne? Es ist rosa. Rosa ist geil. Oh, erstmal zudrehen. Das war irgendwie gerade aufgedreht. Und hier hat es so einen Sprayer. Okay, den Duft, den mag ich wohl. Denke ich. Ja, zitrische Düfte erinnern mich oft an Kloreiniger. Das ist eben immer mein Problem. Deswegen mag ich die eigentlich nicht so gerne. Aber das hat noch so einen leicht fruchtigen Duft mit dabei. Durch die Kaktusfeige wahrscheinlich auch. Oder durch Kaktus allgemein. Ich weiß es nicht. Ja, werde ich aber definitiv als Setting Spray verwenden. Finde ich cool. 40 Euro, ich komme da nicht drauf klar. Wow. Mein Akku offensichtlich auch nicht, denn der ist gerade leer gegangen. Okay, kommen wir zum nächsten Produkt. Das hatte ich schon mal. Dream Kiss Plumping and Hydrating Biozellulose Lip Mask. Das ist diese hier. Ich meine mich daran zu erinnern, dass man einfach nur aufpassen muss, dass man auch wirklich beide Fließviecher abnimmt und es dann drauf machen kann und das echt gut war. Ich sehe ehrlich gesagt nicht so hundertprozentig den Sinn hinter Lippenmasken, weil das immer nur so ein kurzzeitiger Effekt ist. Also bei mir hält es jetzt nicht so Ewigkeiten an. Hier steht auch hinten drauf, dass man das ein- bis zweimal pro Woche verwenden soll. Ja, ich glaube, das wäre dann relativ teuer. Aber ich sag mal so, wenn ich ein Event oder so habe oder irgendwie, keine Ahnung, irgendwas ganz Spezielles habe und dafür 1A aussehen möchte, nehme ich mir sowas vorher einfach, damit ich so perfekt in dem Moment aussehe. Ne? Keine Ahnung, wenn man zu einer Hochzeit geht oder so, was jetzt ja alles aktuell nicht möglich ist, aber das Ding, das hält sich ja eine Weile, bis das abgelaufen ist, ja, sind wir 5-mal aus der ganzen Situation verschwunden und alles hat sich geändert. Aber da würde ich sowas dann tatsächlich auch verwenden, weil das halt dafür ganz gut ist. Ne? Also das ist jetzt nicht, dass es keinen Effekt hätte, das ist nicht so. Das hat schon so für einen Tag oder einen halben Tag schon eine Wirkung, dass die Lippen auch schön mit Feuchtigkeit versorgt werden. Du kannst es natürlich auch so als Expressmaßnahme nehmen. Ich habe zum Beispiel mega trockene Lippen, da kann ich mir das auch ganz gut vorstellen, dass ich das verwende. Aber es ist nichts, was dir jetzt langfristig wunderschöne Lippen macht. Aber das ist ja bei den meisten Masken so. Aber ich liebe Masken. Gut, das nächste, das, was ich hier drin habe, das kenne ich noch gar nicht. Anti-Aging Matte Sheet Mask. Geil. Geil. Lift Away Matte Face Sheet Mask. Also du hast da mit grünem Tee Lehm, eine Maske, das ist eine zweigeteilte Maske und laut den Bildern, die hinten drauf sind, wird es dann auch wirklich so eine grüne Maske sein, halt in dem Farbdesign wie hier, so ockergrün quasi, ne, und die soll geil sein, die soll deine Haut straffen, liften und alles toll machen. Finde ich geil, das wird auf jeden Fall getestet, da bin ich super gespannt drauf. Eine Tonmaske mit allen Annehmlichkeiten einer Tuchmaske. Klingt super. Jede Maske ist mit Kaolinton und Seidenkokonextrakt getränkt, die Unreinheiten bekämpfen, ohne die Haut auszutrocknen. Ein weiterer ziemlich cooler Nebeneffekt, während die Maske aushärtet, verleiht sie der Haut einen natürlichen Lifting-Effekt. So geht's, 20 Minuten auf das Gesicht auftragen und die Haut anschließend kurz mit Wasser abspülen. Hier steht jetzt einmal pro Woche soll man die verwenden. Ja, viel öfter würde ich tatsächlich auch solche ausreinigenden Masken mit Lehm oder so auch gar nicht verwenden wollen. Dann haben wir hier, die kannst du in Kombi mit der Lippenmaske verwenden, Revamping Melt Away Lay Eye Mask. Lifting Lace. Sieht das nicht geil aus? Die Lady hat da so eine Spitzenmaske um ihre Augen drum zu und krass. Da
Das sieht richtig geil aus. Das hat auch so eine ganz andere Schnittform, was ich feiere, weil ich vermisse meistens bei diesen Masken, die du halt so aufträgst, wie so eine Superheldenmaske, dass die halt tief genug runtergehen. Und bei ihr geht es ja richtig tief runter. Da hast du die richtig hier so und das geht hier vorne so fein drüber. Mega gut. Das wird auf jeden Fall in Kombi mit der Lippenmaske verwendet. Und die soll schmelzen auf der Haut, oder wie ist das? So, das soll mit Hyaluronsäure sein, was das Ganze aufplampen lässt. Kollagen soll hydratisieren. Koreanischer Mugwort, keine Ahnung, was es ist, soll Strahlkraft geben. Also das ist hier so abgebildet, ne? Das scheint so eine Pflanze zu sein, die so ganz speziell ist. Und Adenosin soll gegen die Falten wirken. Mega spannend. Last but not least haben wir hier so ein goldenes Maskending drin. Also das ist wirklich meine Box, weil ich stehe auf Masken. Und wenn du nicht auf Masken stehst, ist diese Box wahrscheinlich eher weniger was für dich. Aber ich feiere das hart. The Gold Mask Revitalizing Luxury Biozellulose Face Mask. Die wird sackteuer sein, denke ich mal. Da werde ich gleich mal nachgucken. Bin ich ja sehr, sehr gespannt drauf. Ja, was sollst du denn überhaupt machen? Wahrscheinlich Falten weg, oder? Die Golden Girls können einpacken, denn mit dieser entspannenden Goldmaske bist du der Star der Show, die sich Yourself Time nennt. Maske auflegen, 15 bis 20 Minuten einwirken lassen und danach deinen Teint bestaunen, der nach diesem VIP-Treatment mit Feuchtigkeit versorgt ist und mit der Sonne um die Wette strahlt. Ja, man muss ja auch wirklich sagen, ne? VIP, also solche Masken für 15 Euro oder so, das holt man sich nicht mal eben so für everyday. Wie gesagt, das ist halt alles so für so eine Anwendung, dass du perfekt aussiehst. So mein Plan dahinter. Aber geil, ich find's cool. Ihr Lieben, das war die Box. Ich denke schon, dass wir hier bei 77 Euro so um den Dreh liegen. Mir hat die richtig, richtig gut gefallen. Ich feiere dieses Spray auch ziemlich, weil ich das einfach ganz praktisch finde, dass du das halt als Primer und als Setting Spray in eins verwenden kannst. Ich finde auch, dass meine Haut sich jetzt gut anfühlt und dass ich auch einen leichten Glow mitbekommen habe. Die Masken feiere ich total. Die werden nach und nach verwendet und ich werde das auch auf Instagram posten. Folgt mir da sehr, sehr gerne. Da nehme ich euch dann auch immer gerne mit in meiner Story, wenn ich die Masken halt live vor der Kamera teste. Wenn ihr Bock drauf habt, sich euch diese Box anzuschauen, könnt ihr das gerne mit dem Link unten in meiner Infobox machen und ja, immer dran denken, es ist eine limitierte Box. Ich habe keine Ahnung, ob sie noch verfügbar ist, wenn das online geht, hier das Video, oder ob sie dann schon ausverkauft ist. Aber denk auf jeden Fall an die Verlosung und ja, ne? Und denk auf jeden Fall dran, diesem Video bei Gefallen einen Daumen nach oben zu geben. Das wäre nämlich mega cool von dir. Ansonsten würde ich einfach sagen, ich wünsche dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Unboxings meiner Abo-Boxen. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.